Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße euch wieder zu Far Cry 5. Mein Bruder steht schon hinten oben an der Knarre. Und wir sind auf dem Weg ins nächste Gebiet. Weil es habt ihr gesehen, wir haben das letzte Mal das erste Familienmitglied dezent in Gewahrsam genommen. Leicht dezent. Wir haben nichts dafür gekannt, dass er Selbstmordabsichten gehabt hat, dass er aus dem Flieger gesprungen ist. Wir haben damit nichts zum Tag gehabt. Wir sind immer lieb, brav und unschuldig. Wir sind nur zufällig in die gleiche Richtung geflogen wie er. Ups. Hast du gesehen? Ein Danke ist in die Luft geflogen. Ja. Geradeaus weiter, jetzt schön. Ja, ich habe ein bisschen Fernseher leiser machen müssen. Ja. Sonst habe ich gerade so ein Wiederholen. Du hast schon wieder die nächste Gatling gesucht, wo du parken kannst. Diesmal haben wir war Gatling. Okay, das ist nicht so gut, wenn ich so weit vorne ziele. Klingt das überhaupt, du hast die Tanker, die Luftsprenger? Bei mir nicht, ich sehe es nicht, ich bin ja bei deinem Spiel drin noch. Langsam aufpassen. Ich mache das nur, weil es Spaß macht. Ja, wir hätten uns da oben wahrscheinlich auch. Nein, wir hätten es da noch nicht mit teleportieren können. Na. Falls du dich fragst, wir hätten ja noch Nebenmissionen, ja, haben wir. Aber wir verfolgen zuerst einmal die Hauptstories. Zum Großteil, sagen wir mal. Zum Großteil, weil es einfach interessant ist. Da war gleich eine Base zum Übernehmen. Oh, da hinter der Kur. Ja. Sind wir schon im neuen Gebiet? Ja. Okay. Machen wir uns gleich bekannt. Du kannst nur mal gar keine Verstärkung rufen. Hast du gehört? Da hat einer gerade eine Stimme gehört. Ah, eine gute Stimme gehört, okay. Ich hab nie wer geschossen und ich weiß nicht wo ich, wo oder wo. Oben ist ein Schwein. Ja, weißt du, wenn wir schon da sind, jetzt spielt, dann können wir jetzt gleich mitmachen. Die Lona. Werden wir wohl ihren Truckstop wiederholen. Aber interessant, habe ich in die Luft gesprengt. Verdammt schnell sind's. Ja? Der Widerstand ist schnell, wie man schaut, gell? Ja. Ah, drinnen ist irgendwas. Endlich habe ich diesen Ort von Edens. Ich brauche einen Fahrer. Da außen liegt irgendwo ein Wolf, den habe ich erschossen. An der Garage. Vielleicht liegt er nur da. Nicht schlecht, wie du die Kultisten losgeworden bist. An der Garage. Nö. Ah, ne, ist er schon weg. Das ist eine Welt, die gibt und die liebt. Ja, der ist da an der Kiste liegen. Ich suche nicht mehr. Ich bin hier, um sein Wort zu teilen. Komm, sieh die Welt jenseits des Labyrinths. Red die Schwester schon wieder, oder? Ja. Das ist ein Tresor.
Gucken wir mal an. Deputy, du bist jetzt im Henvale-Gebiet. Du darfst deinen Sinnen nicht trauen. Und auf gar keinen Fall darfst du auch nur ein Wort von Faith glauben. Und halte dich von diesen weißen Blumen fern. Sie wirken harmlos, aber die stellen irgendwas in deinem Gehirn an. Wenn du mir nicht glaubst, dann wart mal ab, bis du auf diese herumschlurfenden Junkies triffst. Die Sekte nennt sie Angels, aber sie können dich zerreißen wie Papier, wenn sie wollen. Ach, eben hast du eh schon, oder? Ja, warst du in der Garage und da ist ein Tresor in dem Raum? Ja, ich war genau hinter dir. Hast du gar nicht mitgekriegt, gell? Aha. Ich hab die Kohle schon... Die Kohle schon rausgenommen. Weiter zum Gefängnis. Jo. Fahr zum Gefängnis, gell? Ja. Ja, wir werden das Gefängnis nehmen, weil da kriegen wir die Hauptmission. Da ist jetzt so einer von den Angels. Und das war einer von denen. Wächst du zum Bruch oder was? Ah, okay, das. Ich mir nicht, ich kann da quer mit iPhone. Ja. Ich wollte ein bisschen Offroad-mäßig gestalten schon an Anfang. Vor weiter, den müssen wir erledigen. Geradeaus. Ich meine, du schießt auf das, was du denkst. Dort muss ich nur mal draufhalten, dass sie in die Luft geht. Achtung! Da links neben uns. Hier der Undertaker, steht schon wieder auf. Da lebt noch ein Angel. Der hat dich mit einem Stab geworfen. Ich hab das genau gesehen. Du hast ihn nur verteidigt. Ja, ich muss da abholen. Er lässt noch mal klare Richtlinien ziehen. Ja? Jetzt fallen da eine Wichse den noch nieder. Oder habe ich ein Unglück? Wer weiß das schon? Ja. Wer das gesehen hat, kann Kommentare reinschreiben. Ja. Ob ich das war oder das böse Auto. Wir müssen da klare Richtlinien setzen, wer in diesem Land die Sorgen hat. Ja. Hey Elche, warte, wir geben Kohle. So, wollen wir uns mal die Trophäen da. Die Leute wissen das gerade noch nicht. Wir bauen jetzt den Widerstand auf und machen dann eine Diktatur draus. Mit Diktator-Musik. Ja, mit der Gruppe Diktator machen wir eine Diktatur auf. Also ich werde das Projekt mit meinem Bruder bis zum Ende let's playen. Also alle für die, die was uns treu verfolgen. Also ich werde sehen, wie das dann bis zum Schluss ausschaut. Oh. Wir sind da nicht so, wir kriegen keine Likes, deswegen interessiert es uns nicht. Das ist etwas, ja. Finden wir nicht interessant. Und ich werde es auch genauso mit meinem UFC-Projekt machen. Ich werde auch die, was mir bei der UFC verfolgen, ich werde das Projekt durchziehen. So, jetzt wirst du das Gefängnis übernehmen. Hallo? Bist du draußen, jemand? Ich lasse dich mal hier lang, ja? Das ist um unsere Welt, gell? Ja, unten. Ah, hinter den Heisel, den der Wisch nicht macht. Hey, bist du das, Rookie? Gott sei Dank, hilf uns hier mal. Was ist denn warum? Ja, ich wollte einem kurz Kohle abnehmen. Rookie! Mehr Munition! Da hast du uns den Hintern gerettet. Die werfen sich jetzt schon seit Tagen gegen diese Mauern und hören nicht auf.
Das ist ein echtes Hornissennest. Wachs auf der Straße! Hoppala! Das schlägt weder. Die Widerstandler flink dir vor's Kehren. Rookie, ich brauch dich auf der Mauer. So, rauf auf die Mauer. Alter vor Schönheit. Gehst du aber weiter da? Ja, wenn sie nicht weitergeht. Howdy. Sie sind an der Westmauer. Sie kommen auf dich zu. Westmauer. Übernimm vorne der LKW. Also ich hab schon was. Okay, die sind jetzt da umgefetzt. Sie kommen von der Westseite. Ja, ja. Wedel, überruhr. Wo bist du jetzt verreckt? An der Westmauer. Iron Man? Nein, Spider-Man. Nein! Nein! Beim Bus ist schon ein Stück gestanden. Achso, da unten. Mach es! Ja, ich geh einmal noch unten. Irgendwo unten, glaube ich. Oben auf dem Rad. Was kommt jetzt schon wieder? Bist du schon wieder tot, oder was? Ja. Halt den Truck auf, er ist auf der Straße. Du bist tot, ey. Scheiße, meine Raketen auf der Fight. Das Tor ist offen, halt sie zurück. Okay, mein Schatz hat. Kim, Lorn. Hat dein LKW, hat dein Fahrzeug gekostet. Warum verfahren sie die immer wieder? Also ein Musiktrack habe ich ausgeschaltet. Ah, ich bin draufgegangen. Mein Tussi müsste eh bei dir sein. Was du nicht ein Fliegerl? Nur einfach fahren auf. Nur einer? Du lässt gerade wieder vorbei. Ah. Ja, irgendwo muss man auch LKW sein. Du wirst doch aber nicht mehr wo. Au! Du Trottel! Du liegst schon wieder auf dem Boden. Ein eigener Peggy, ein eigener Mann hat mich abgeschossen. Wo ist der nächste Truck? Einen hab ich erledigt, drei sind's gewesen. Einen hast du erledigt? Zwei hab ich erledigt. Ah, okay, dann hab ich noch wie den dritten erledigt. Ah, jetzt hast du geholt, jetzt habe ich wieder meine Waffe verloren. Wir haben es geschafft! Saubere Arbeit, Leute! Was ist mit dir heute? Ich weiß nicht.
Weil die das Wochenende nicht gut zupfen oder was? Schweißgerät. Futti hat es und jetzt hol es dir. Du bleibst bei mir. Fangt an, Schrott zu sammeln und wenn ihr dafür die Türen von den Zellen abreißen müsst, dann tut es. Und jetzt los, wir haben wenig Zeit. Gibt's Probleme? Nein, ein paar der Peggys wollten hier hoch, die sind erledigt. Tür. Ist nicht so schlimm, das wird wieder. Nur immer Hauptsache sie verreckt, um uns zu schaffen. Tür. Ja. Weißt du, ich sollte letztes Jahr in Rente gehen. Hatte Angst, dass ich mich langweile. Ey, willst du uns vorstellen oder stehen wir hier nur rum und wackeln mit dem Arsch? Tracy! Ach, fick dich, Virgil, nicht heute. Ich hab's doch gesagt, vulgäre Ausdrücke sind ein Zeichen für, du trägst deinen Button nicht. Nein, ich trage ihn nicht. Ich brauche einen Schadensbericht. Aber wir sind gut drauf. Eigentlich nicht. Siehst du, ich trage meinen Button. Der Sheriff trägt seinen Button. Der Mann hier... Tut mir leid, wer ist das? Einer meiner Deputies. Ich dachte, schau, wie er grinst. Der hier nicht. Ja, einer von meinen Deputies. Ja. Ist der einer von meinen Brüder. Tja, ich hoffe, du willst dich hier einbringen. Er weiß halt, dass wir knallhart die Hunde sind. Schnorrer. Auf dem Weg zur Hölle. Tracy ist in Ordnung, sobald sie dich näher kennt. Und sie hat nicht ganz Unrecht. Es ist einiges zu tun hier. Hör dich einfach um. Schön, dass du hier bist, Ruby. Naja. Hab ich dir das erlaubt, dass du mir den Anstecker gibst? Schon besser. Mein Gott existiert, bin ich am Arsch. Schönen Tag. Ich will nicht, dass Charles einfach so rum. Du hast es gleich mit irgendwann reden. Deputy, geht mich zwar nichts an, aber lass dich mal von Virgil oder den anderen auf den neuesten Stand bringen. Die wissen, wo wir gebraucht werden. Ich wurde zwangsweise auf einen Bliss-Trip geschickt. Hab's wieder rausgeschafft. Aber ein Teil von mir hängt noch drin fest. Deputy, geht mich zwar nicht an, aber lass dich mal von Virgil oder den anderen auf den neuesten Stand bringen. Die wissen, wo wir gebraucht werden. Ja, wenn du so skillt hast, wie ich zwei Blitz hab. Diese Bastarde werden eine böse Überraschung erleben. Mal ein bisschen Abwechslung. Da ist nix. Da ist verschlossen. Okay, ich komme nicht knacken. Wenn das hier vorbei ist, ich glaube, du musst mit der am reden. Und ein Stadion bauen. Ja. Um ehrlich zu sein, dachte ich nicht, dass ich dich nochmal wiedersehe. Nach dem Absturz kann ich mich nur an Nebel erinnern. Dann bin ich durch ein Feld gelaufen. Und dann sah ich sie. Du hast sie auch gesehen, oder, Rookie? Was auch immer sie sagt oder verspricht, sie lügt. Halte dich von ihr fern. Ups. Bin wirklich froh, dass diese kleine Festung noch steht. Ein schöner Tag. Mann, jetzt kriegen wir die haben nicht mehr reden. Komm mal eben her. Headshot. Du hast sie auch gesehen, oder, Rookie? Was auch immer sie sagt oder verspricht, sie lügt. Halte dich von ihr fern oder dir geht es wie dem Marshall. Das Bliss. Hauptfunktion, ich glaube, die Zuschauer denken, das ist gleich. Man redet ja so viel. Du willst für immer dort bleiben. Aber es ist nicht real. Nichts von all dem. Hätten Virgil und Tracy mich nicht gefunden, wäre ich immer noch da draußen. Schwimmend in einem Meer aus Bliss. Ein Gefangener in meinem Kopf. Der Witt ist ja so. Sie haben mich gerettet. Die Cougars. Das sind gute Leute, aber sie sind ziemlich am Ende. Ja, ja, wegen. Wir müssen ihnen helfen, Rookie. Die schon ein bisschen ein Blitz weggesteckt haben. Wir hatten einen Arzt, naja, einen Tierarzt. Keine Macht, die Drogen. Nur für mich. Ja. Uah. Ja, die Typen kennen wir schon. Wer hätte gedacht, dass sich der Widerstand eines Tages mal in einem Gefängnis niederlassen würde? Dein Sheriff scheint jedenfalls zu wissen, was er tut. Tracy habe ich neulich erst gesehen. Die ist eher eine Eigenbrötlerin. Und Virgil? Tja, der ist halt Virgil. Ich scher mich nicht um Politiker. Hilf ihnen, wann immer du kannst. Ich melde mich. So, noch unser neues Auto. Du hast den Tresor in der Übersehung. Ja,
was herstellen, was die Leute umbringt. Jetzt krimmst du aus. Also ist ein Heli, ja. Ja, Heli konnte ich da auch noch missieren. Ja, ist schon da. Ja, ich bin gerade in einer Waffe umtauschen. Nur. Ja, während dass mein Bruder die Waffen umtauscht, tue ich mal die Folge beenden. Er braucht sicher länger. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, eine schöne Nacht. Je nachdem, wann das jetzt mein Video ausschaut. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, einen Kommentar. Wenn ihr mich abonniert, dann vergesst nicht die Glocken zu aktivieren, dass keine neuen Videos mehr versams. Ich hoffe, dass euch das ein bisschen Spaß gemacht hat heute, wenn es vielleicht wieder ein bisschen konfus war. Bleibt mal gewogen. Bis zum nächsten Mal. Servus!